Was sagst du, Freise? Ja, also Schalke-Spiel, wie gesagt, erste Halbzeit war für mich persönlich überhaupt nichts. Erste Halbzeit war wieder... Ja, so eine typische Schalke erste Halbzeit war das, ne? Weiß ich nicht. Ich fand die erste Halbzeit in der Relation auch zu den letzten Wochen sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend zu gucken. Keine Ahnung, ob das nur mir so ging. Ich fand es super anstrengend zu gucken. Zweite Halbzeit war dann wieder ein bisschen mehr Zug drin, ne? Ich meine, du darfst dich jetzt ja auch nicht beschweren dürfen, wenn du 2-0 hinten liegst, ne? Vivian weiß ich noch nicht. Heiner mit locker führen müssen. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Aber da siehst du ja, ne? So, ich hoffe auch jetzt sind die letzten Mal langsam aber sicher auch der Meinung, dass Freisel einfach besser ist. Wie so ein Fährmann auf dem Platz. Ja? Ja, der hat auch seine Böcke drin und hier und da mal so ein bisschen Aussetzer, keine Ahnung was. Aber die bügelt er eigentlich immer wieder gerade oder die führen nicht straight zu einem Gegentor. Deswegen sage ich ja, Freisel für mich ein absolut stabiler Zweitligatorwart. Und dabei bleibe ich auch. Das hat er heute wieder gezeigt. Und auch bei dem Abseitstor von Heidenheim in der zweiten Hälfte, weil der Kommentator auch Freisel irrt da rum. What the fuck? War überragend gemacht von Freisel, weil sonst wäre der von Heidenheim einfach frei aufs Tor zugelaufen. Und dass er danach dann nicht wieder zurück ins Tor geht, sondern in dem Zweikampf bleibt als Torwart, liegt einfach daran, weil ein Kaminski gefühlt in Zweikampfnähe steht, aber einfach nur guckt und einen Schritt nach hinten macht und nicht den Weg in den Zweikampf geht, sodass Freisel gar keine andere Möglichkeit hatte, den Zweikampf da zu verlassen. Das war Kaminski schwierig in der Situation, aber garantiert nie Freisel. Ne? Drexler, geiles Tor. Ja, geiles Tor, weiß ich nicht. Also wenn er den nicht macht, du, dann hätte ich wirklich alles vergessen. Hätte den Glauben komplett an dem Spieler verloren. Bin ja eh nicht so ein Fan von ihm. Aber hätte er den nicht gemacht, du Junge, Junge. Also ich habe den schon gesehen, dass er den Ball übers Tor köpft, ne? Dann wäre ganz schwierig gewesen. Wo muss denn Schalke als erstes reagieren, wenn die aufsteigen wollen? Auf jeder Position. Mindestens auf jeder Position. Damit jetzt nicht Rechtsverteidiger, linker IV, rechter IV, muss ein Verteidiger kommen, es muss ein Mittelfeldspieler kommen und muss ein Stürmer kommen. Wie viele an der Zahl? Keine Ahnung. Und es muss ein neuer Torwart kommen. In jedem Abteil muss auf jeden Fall ein neuer kommen. Ne? Wie viele am Ende, was da möglich ist, wer zurückkommt, wo die Kaufoptionen gezogen werden, das weiß man halt noch nicht. Ne? Das ist halt immer noch ein bisschen schwierig, ne? Matriciani höchstens Drittliganiveau. Ah, ist auch. Ist für die zweite Liga ist auch eher in Ordnung, finde ich. Dann kommt auch die Frage, welcher Trainer kommt. Ne? Womit wollen sie gehen? Der Trainer wird mitentscheiden. Das System wird mitentscheiden, wo was gemacht wird auch. Ne? In welchem Mannschaftsabteil und keine Ahnung was. Ne? Wie fandest du Lazar Itakura Doppelsechs? War stabil, oder? Lazar, erstes Spiel, wo ich wieder sage, ist richtige Richtung. Auch er konnte nicht über 90 Minuten weniger, aber Lazar heute hat mir um Welten besser gefallen wie die letzten Wochen. Um Welten besser. Das war auch noch nicht hundertprozentig und die Körpersprache, die Ausstrahlung, die ich von ihm haben möchte als Kapitän. Aber das war heute wirklich in Ordnung. Schröder holt Stefan Leitl von Fürth, bin mir relativ sicher. Zwetschge, weißt du, warum ich mir nicht sicher bin? Weil egal ob Spieler, die vorher in der Presse gelandet sind, die angeblich zu Schalke kommen, Trainer, die angeblich zu Schalke kommen, am Ende wurden komplett andere Leute geholt und nie jemand, der in der Presse kursiert ist. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, gerade die Namen, die kursieren, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Man lässt sich so ein bisschen berieseln, ne, ganz klar. Aber Schalke und Presse unter Ruven Schröder ist komplett was anderes zu den letzten Jahren. Das sind Weltenunterschied. Glaubst du immer noch, dass er von Mainz kommt? Der ist bei mir, also Bartosz ist bei mir immer noch ein heißer Kandidat, was auch
Es wird auch Sinn machen, dass der Co-Trainer jetzt gekommen ist, wisst ihr? Ein alter Hase, der bei Bayern war, der viel rumgekommen ist. Ich schwer. Natürlich auch risikobelastender, wenn er da so einen hinsetzt, ne? Der ja nur Jugend und vierte Liga, ne? Auch schwer. Würde mich richtig überraschen, vorhin so, was ein, ja, das wirst du nicht haben. So von wegen, wow, was ein Trainer. Das wirst du nicht haben. Das würde bei mir zum Beispiel, so, wow, was ein Trainer, würde bei mir, oder ich komme jetzt hier auf den Namen, wer ist denn bei Eindhoven? Bin ich bescheuert, Alter? Liegt mir auf der Zunge, aber Roger Schmidt, genau, Roger Schmidt, da würde ich sagen, leck mir mal, da haben sie einen rausgeholt. Aber glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, der wechselt auch nach Portugal, ne, oder? Ist das fix? Benfica sogar, ne, ja. Ist das fix? Das wäre für mich so Kategorie, wo ich sagen würde, okay, krass, damit hätte ich nicht gerechnet. So, in der Verfassung, wo Schalke ist, ne? Da wird kein groß bekannter Name. Ich glaube auch nicht, Razer. Ich glaube auch nicht. Finde ich aber jetzt auch gar nicht so schlimm. Weil große Namen hatten wir in der Vergangenheit genug, ne? Die Vorschusslorbeeren haben und was weiß ich. Dann hat der eine da beim DFB gearbeitet. Der andere ist da noch nie abgestiegen. Der andere hat da die Champions League geholt. Der andere wurde da Meister. Bin ich nicht traurig drum, tatsächlich, dann, wenn es nicht so ist. Itakura will. Ey, ich wurde ausgelacht von einigen. Wann war das? Habe ich das in Dresden oder davor gesagt? Ich habe gesagt, und dabei bleibe ich auch, und es wurde heute bestätigt, Itakura ist der beste Zweitligaspieler. Itakura ist der beste Spieler in der Zweitliga. Komm mir nicht mit einem Schonlau, komm mir bitte nicht mit einem Toprak. Ein Toprak, ein Schonlau und wie sie alle heißen, die schwimmen bei dem im Müsli beim Itakura. Am frühen Morgen hat er die zwischen den Zähne hängen. Toprak kann nur IV spielen. Itakura kann überall spielen. Und ich meine damit überall, nicht überall wie ein Schöpf, der alles kann irgendwie, aber nicht wirklich gut. Itakura kannst du überall hinstellen. Überall. Spielt er im Sturm, sagst du, boah, der ist aber ein krasser Stürmer. Spielt er im Mittelfeld, sagst du, ist krasser Mittelfeldspieler. Spielt er in der IV, sagst du, ist krasser IV. Ist der Trainer, sagst du, ich verstehe die Sprache nicht. Ne? Was mit Paul? Paul ist kein Mensch, Paul ist Maschine. Ich kann nicht Maschine mit Mensch vergleichen, Jungs. Bisschen schwierig. Nein, für mich persönlich, Itakura, von mir aus können mir auch einige auf den Highlight-Kanal zunölen. Ja, das ist Vereinsbrille. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wo ein Itakura in seiner Karriere noch spielen wird und wo ein Toprak spielen wird. Werden wir mal sehen. Gebrochen. Es fühlt sich so an, als wenn Werder noch den direkten Aufstieg verkacken würde. Ich könnte jetzt was sagen. Ich weiß nicht, ob ich mir den klemmen soll. Weil ich mag Bremen. Ich mag Bremen. Ja? Aber ich weiß nicht, ob ich mir den klemmen soll. Ich überlege noch. Itakura mindestens Freiburg. Ich würde den bei Freiburg sehen, absolut, ja. Wäre ein typischer Freiburg-Transfer. Ich hoffe natürlich, dass der noch auf Schalke bleibt, ne, ganz klar. Vorsicht, Sportsfreund. Komm, ich hau ihn raus. Wenn mich dafür cancelt, okay, dann macht's halt. Dürfte sich Bremen am Ende des Tages beschweren, wenn sie nicht direkt aufsteigen? Dürften die sich beschweren? Schon sehr viel Glück, ne? In zwei Spielen? Keine von den Mannschaften konstant? Absolut nicht. Keiner von den Teams, die oben stehen, spielen eine konstante Saison. Aber das macht ja irgendwo auch die Saison aus. Ne? Das macht ja irgendwo die Saison aus. Deswegen ist ja die Zweitliga-Saison dieses Jahr auch so unfassbar spannend. Als Fan selber, manche finden das geil. Andere wiederum sagen, boah, nee, ich brauche da nicht noch eine Saison. Grüße gehen raus nach Hamburg. Ne? Immer so eine Frage, ne?
Bremen bekommt, was Zweitliga angeht, alles für sich gefühlt. Raul, das weiß ich jetzt nicht, aber es sind nun mal diese zwei Situationen gewesen. So, ich als Schalker sage, Schalke dürfte sich nicht beschweren, wenn sie nicht aufsteigen würden. Schalke dürfte nicht sagen, ja, aber Bremen, das Bremen-Spiel, das sind die Punkte, die uns fehlen, weil Schalke hat andere Spiele verkackt. Ja? Als Außenstehender könnte ich jetzt sagen, was weiß ich, wenn sich St. Pauli beschwert, ich könnte das verstehen. So, weil ich kein Pauli-Fan bin, aber als Außenstehender, ich könnte sagen, ja, ist schon ein bisschen schwierig. Ne? Und ich konnte das Spiel auch heute nicht gucken. Ich habe die Situation gesehen da, die Handballaktion wieder, aber das ganze Spiel nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob welche Mannschaft besser war, wer bessere Tormöglichkeiten hatte. Ich habe komplett Schalke geguckt halt, ne? Spiel gegen Rostock zum Beispiel, unnötig die Niederlage. Aber hat jedes Team von oben. Jedes Team von oben hat unnötige Niederlagen drin. Die eine Mannschaft mehr, die andere weniger. Ne? 1-1 geht in Ordnung. Ja, geht das fit? Bremen war schon stark, aber mal wieder Glück. Okay. Also ich habe nur diese eine Situation, weil die direkt behandelt worden ist. Ich hatte mal rübergeschaltet, da wurde es gezeigt. Guck mal bitte, das Tor von Itakura habe ich ja selber gesehen. Bei Itakura, dieses Tor war für mich wieder sinnbildlich. Für mich, ich bleibe dabei, Itakura in der Zweitliga absolut unterfordert. Und dieses Tor war sinnbildlich dafür. Jeder von euch, der damals Kreisliga gespielt hat, zweite Mannschaft, dritte Mannschaft, und an einem Spieltag am Wochenende kam jemand runter, der aus einer Verletzung kam, keine Ahnung, was der Stamm ist. Der ist Stammspieler in der ersten Mannschaft und jeder weiß, wenn der runterkommt, wir gewinnen das Spiel safe. Die anderen 10 Leute müssen überhaupt nichts machen, der macht das alleine. Der kommt runter in das Spiel, sagt sich, ey, ich chill hier ein bisschen, 70% reicht für die Leute. Ich mach hier einen Pass, ich mach da einen Pass, mach keine Fehler, spiel mal hier einen schicken Ball, schieß mal aus der zweiten Reihe drauf. Und dann dieser Moment, wo der im 16er war. Er hat den Ball und dieser Spieler dann, der dann runtergekommen ist aus der ersten Mannschaft, denkt sich, boah, komm, ein Tor will ich schon noch mitnehmen. Komm, ich mach mal einmal kurz 100%. Einmal ganz kurz 100%, dribbel mich da eben vorbei, schieß den Ball ins Tor, jawohl. Das war für mich dieser Itakura-Moment heute wieder. Daran habe ich direkt gedacht, wie den Klausi, den sie runtergeschickt haben aus der ersten Mannschaft, helft da mal der Dritten. Helft da mal der Dritten oder der Zweiten mal eben. Wir wissen, du bist viel besser, aber helft den mal. Greift den mal unter die Arme. Dieses Gefühl habe ich bei Itakura. Der hat so eine unverschämte Ruhe am Ball. Der ist dir nicht zu schade, irgendwo in den Zweikampf reinzuspringen, sich reinzufetzen. Ich finde es so ein genialer Kicker, ne, ehrlich. Und einfach eine sympathische Ausstrahlung auch, ne. Die haben ja alle, diese Asiaten haben ja alle dieses Bescheidene, finde ich, was du dem aus dem Gesicht so ansiehst, ne. Wo siehst du Itakura denn lieber? Auf der 6 tatsächlich lieber. Einfach, weil er da mehr Einfluss aufs Spiel nehmen kann, ja. Ich finde, Itakura ist auch super stark im Spielaufbau. Er ist torgefährlich, er ist schnell, er hat Auge, er hat Spielverständnis, ist zweikampfstark und kann gut antizipieren. Ich finde, auf der 6 ist er besser. Ist er besser, finde ich. Und was Itakura halt ausmacht, er ist so unfassbar flexibel, ne? Er ist so unfassbar flexibel. Du kannst den überall hinstellen. Das ist scheißegal. Zentral nach vorne hin, du kannst den überall hinstellen. Es spielt keine Rolle. Es spielt einfach keine Rolle. Der Kurs sein 5. Saison, der hat am meisten... Ja, deswegen ja, ne? Aber auf der 6, ich sag euch ganz ehrlich, das Beste wäre, entweder eine Latzer fängt sich wirklich wieder in seine Mainz-Zeit als Kapitän und dann neben Itakura und davor Salazar in Topform, hättest du aus meiner Sicht ein sehr, sehr stabiles Mittelfeld, auch für die erste Liga. Solltest du dich dazu entscheiden, Itakura wieder in die IV zu stellen, musst du im Mittelfeld ordentlich nachbuttern nächste Saison. Weil dann kriegst du Schwierigkeiten. Da sind sehr, sehr wenig Leute, die wo der Spielaufbau einfach so, dieses Träge und boah. Das Beste wäre, du findest einen Klon von Itakura. Einfach einen Klon von Itakura auf die Doppel-6. Kannst du chillen. Ein Klon von Itakura auf die Doppel-6. Fertig.
hast du gefühlt nicht zwei Leute auf dem Platz, sondern 27. Auch bei Drexler muss ich sagen, weil einer gerade reinschreibt, Drexler auch nice, freut mich, mag ihn. Ich bin nicht so ein Fan von Drexler, aber ich muss auch wirklich sagen, heute, das war für mich persönlich eines der besten Spiele, die ich gesehen habe bei Schalke. Und da waren für mich nicht so viele bei, die einen Drexler gemacht hat. Aber heute hat er das irgendwo gezeigt, was ich mir erhofft habe von so einem gestandenen Spieler, der Zweitliga kennt, der Erstliga-Erfahrung hat, der Terodde kennt, ja, die Laufwege kennt. Das habe ich heute zum ersten Mal nach langer Zeit, nach sehr, sehr langer Zeit, bei ihm gesehen. Das kannst du sagen, irgendwo zu spät, am Ende drauf geschissen. Wenn der dann entscheidende Tor macht und Schalke steigt auf, dann ist der Transfer aus dem Grund schon einfach legit so, weißt du? Freisel verlängern bitte. Meine Vermutung ist bei Freisel, die Argumente für mich persönlich liegen bei Freisel. Einzig allein, wenn du dir das Konstrukt bei Schalke anguckst, was die Torhüter-Position angeht. Also Fährmann, ich bleib dabei, die Zeit ist vorbei. Ein Langer ist nicht mehr der Jüngste, auch verletzungsanfällig. Ja, in den letzten Jahren hast du da so ein Lazarett gehabt, was Torhüter angeht, wo der dritte Keeper auf einmal Stammkeeper war. Sowas darf nicht sein. Kannst du nicht planen, aber sowas darf nicht sein. Ja, du hast viele talentierte junge Leute, den Iren da, ne, in der A-Jugend oder wo der spielt. Den kannst du aber nicht direkt ins Tor stellen. Also das würde ich, wenn du aufsteigst, würde ich dem das nicht antun, weil wir haben das alle gesehen, Schalke, junger Keeper, schwierig. Freisel wird nicht verlängern wollen. Ich glaube schon, dass Schalke verlängern möchte, aber nicht als Stammkeeper. Und Freisel wird keinen Bock haben, sich als Nummer 2 dahin zu setzen. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Meine Vermutung. Denn Freisel wird gefordert haben, ich will Stamm sein. Und das wird Schröder ihm nicht gegeben haben, weil er halt auch den ein oder anderen Wackler drin hat, ne? Das ist meine Vermutung. Langer Torwarttrainer und ne, Torwarttrainer hätten wir ja. Torwarttrainer hätten wir ja. Aber eventuell, ja, einen Jungen als dritter Keeper, das könnte man machen, finde ich. Den Iren da als Nummer 3. Aber dahinter ist halt gar nichts. Dahinter ist halt wirklich gar nichts. Und da musst du dir halt auch die Frage stellen, willst du einen Fährmann immer noch weiter da sitzen haben? Oder willst du nicht dann dem Jungen die Chance geben? Bringe ich jetzt einen Fährmann, wo du wieder weißt, ui? Oder bringe ich den Jungen, wo du nicht weißt, was du kriegst? Aber willst du einen Fährmann dem Jungen dann vorziehen, der erst noch die Karriere vor sich hat? Stellst du dir auch wieder so ein bisschen selber die Wand vor die Augen, ne? Deswegen, das sind so die Fragen und die, ich finde auch diese interessanten Baustellen für nächste Saison. Ne? Also ich finde das super spannend, was da passieren wird. Karius-Option in deinen Augen. Ich halte Karius weiterhin für keinen schlechten Keeper. Karius rennt halt einfach gefühlt oder hängt dieses Champions-League-Finale in den Ohren. Und jede noch so kleine Unsicherheit lässt immer wieder dieses Champions-League-Finale aufleben bei ihm. So, was ja irgendwo auch Panne ist. Ne? Aber ich halte Karius für keinen schlechten Keeper. Andererseits muss man bei Karius sagen, ich glaube nicht, dass der ins Gehaltsbudget passen würde. Ja, Tom, für wenig Geld, ja, aber ob der Spieler dann am Ende für wenig, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass es Karius wird. Karius ist nicht schlecht, aber Kopf, das Ding. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Wenn du immer wieder diese selben Flashbacks vor den Augen hast, so, weißt du? Ist sehr, sehr viel Kopf. Gerade bei Keeper, Jungs. Ich war selber jahrelang Keeper. Jahrelang. Du bist als Keeper alleine auf dem Platz. Du hast niemanden, der deinen Fehler ausbügelt. Hast du nicht. Wenn jemand 1 gegen 1 auf dich zuläuft, hast du niemanden. Wenn ein Spieler 1 gegen 1 auf einen anderen Spieler läuft, stehen rundherum Leute, die mit in den Zweikampf reingehen können. Als Torwart bist du entweder der gefeierte Held oder die größte Wurst. Immer so gewesen. Also da, wie gesagt, da weiß ich nicht, was da passieren wird. Ich finde es super spannend. Aber man muss auch sagen, die Saison ist noch nicht vorbei. Und die Zweitligasaison könnte die spannendste aller Zeiten werden. Weil ich bleibe dabei,
Ich bleibe dabei. Der Aufstieg wird sich am letzten Spieltag entscheiden. Ich bleibe dabei. Der Aufstieg wird sich am letzten Spieltag entscheiden. Und ich lehne mich noch weiter aus dem Fenster. Die letzten, die drei Aufsteiger, die zwei Aufsteiger und die Relegation entscheidet sich am letzten Spieltag.